Hallo zusammen. Heute gibt es meine kleinen, aber feinen Neuzugänge für den Monat Mai. Ich glaube, wir werden mit diesem Video relativ schnell durch sein, weil nur 5 Bücher eingezogen sind. Was heißt nur? Ich meine, es sind Bücher eingezogen, ja? Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Aber legen wir sofort los, würde ich vorschlagen. Als erstes ist eingezogen von Charlotte Roth, Als der Himmel uns gehörte. Dieses Buch habe ich zu Rezensionszwecken vom Knauer Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, also Drömer Knauer. Das Buch habe ich unangefragt erhalten. Hier, wie am Cover vielleicht schon zu erkennen ist, was ich sehr schön finde, spielt es auf alle Fälle im letzten Jahrhundert. Also die Geschichte beginnt 2011, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in London. Da gibt es eine junge Läuferin, die gerne an den Olympischen Spielen teilnehmen möchte und dafür trainiert. Kommt aber mit der ganzen Situation nicht klar, macht Urlaub und fährt dann auf einen Landsitz oder auf den Landsitz ihrer Familie und reist dort geschichtlich gesehen, also jetzt nicht physisch, nicht zeitreisemäßig, sondern halt allein durch Erzählung in die Vergangenheit, und zwar nach Berlin im Jahr 1936, wo ja damals auch Olympische Spiele stattgefunden haben, und kommt somit ihrer Familiengeschichte, vielleicht auch einem Familiengeheimnis, auf die Spur. Einmal das Buch, hat über 600 Seiten. Dann ist bei mir eingezogen, einmal das Buch von Charlotte Roth, Als der Himmel uns gehörte. Ja, ich habe dieses Buch zweimal vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde mich mal, was heißt ich denke, also ich werde mich dann mit dem Verlag mal in Verbindung setzen und sagen, hallo, ihr habt mir das Buch zweimal zugeschickt. Je nachdem, entweder ich schicke es dann zurück oder sie sagen mir, was ich damit machen soll, darf, und ja, werden wir sehen. So, dann ist bei mir eingezogen aus dem Fischer Jugendbuchverlag von Julie Heiland Bannwald. Das ist der Debütroman dieser Autorin. Wie gesagt, im Fischer Jugendbuchverlag erschienen, hat 350 Seiten, und ich würde die Geschichte ins Genre Fantasy einordnen. Hier lernen wir die 17-jährige, ich habe heute Sprachschwierigkeiten, Wortfindungsstörung, die 17-jährige Robin kennen. Ich glaube, wir lassen das heute. Wir lernen die 17-jährige Robin kennen. Sie gehört zum Stamm der Leonen und hasst den Wald, der sie umgibt. Sie wohnt in einer Gegend, die von Wald umgeben ist. Was es damit auf sich hat, weiß ich natürlich noch nicht. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber der Klappentext und alles klang sehr interessant. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Buch bei mir aufzunehmen. So, einmal das. Dann sind zwei Bücher eingezogen bei mir. Den Verlag gibt es hier bei mir zu Hause eigentlich noch so gut wie fast gar nicht. Ich habe nur 4 Bücher aus diesem Verlag. Und das war's dann. Als allererstes ist eingezogen von, machen wir es mal richtig rum, David Whitehouse, Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek, ist im Tropenverlag erschienen. Der gehört zu Klett Cotter, und von Klett Cotter habe ich nur Herr der Ringe und Der Hobbit. Und das war's mit Klett Cotter. Auf dieses Buch bin ich aufmerksam geworden auf der Buchmesse. Die hatten ja da einen relativ großen Stand, und da wurde dieses Buch sehr angepriesen. Hier geht es darum, ich weiß nicht, wie der Protagonist heißt, genau.
Bobby. Und Bobby sammelt alles Mögliche, was mit seiner Mutter zu tun hat. Fotos, irgendwelche Briefe, Andenken etc., weil seine Mutter ist, so wie ich es verstanden habe, verschwunden. Er weiß nicht, wo sie ist. Eines Tages beschließt er, deswegen ist er auch auf diesem Cover, beschließt er mit einem Büchereibus, den er sich zu eigen macht, durchs Land zu ziehen und sich auf den Weg nach seiner Mutter zu begeben. Klang ganz spannend. Deswegen durfte auch dieses Buch bei mir einziehen. So, und dann haben wir es fast geschafft. Zu guter Letzt ist dann eingezogen, auch aus dem Tropenverlag, der ja, wie schon genannt, auch zum Klett-Cotta gehört, Die dunkle Stadt Bohane oder Bohane. Das Buch hat nicht mal ganz 300 Seiten. Und zwar geht es hier in dem Buch um die Stadt Bohane und um den Bandenführer dieser Stadt, der nicht mehr Bandenführer sein wird, also schon will, aber irgendwie geht seine Ära zu Ende und er versucht halt alles Erdenkliche zu tun, um das zu verhindern. Also hier geht es um Killer und Ganoven und dunkle Machenschaften, Banden, Chefs und ja, aber wohl auf eine ziemlich witzige und verrückte Art und Weise. Und das hat mich auch sehr angesprochen. Das Buch habe ich übrigens auch auf der Buchmesse gesehen. Und ja, deswegen durfte das Buch jetzt auch bei mir einziehen. Ja, das war kurz und knapp für diesen Monat. Das war's an Neuzugängen. Welche Bücher sind denn bei euch eingezogen? Lasst es mich gerne wissen. Des Weiteren könnt ihr mir ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr eines der Bücher schon kennt oder gelesen habt, welches ich gerade gezeigt habe. Handelt sich ja dabei schon um relativ neue Bücher. Ich glaube sogar, dass Bannwald ist erst seit gestern, heute, vorgestern oder seit dieser Woche draußen. Die anderen Bücher gibt es, glaube ich, schon seit... Das eine seit Februar, März, die beiden seit Februar, März und das andere, glaube ich, seit April oder so. Also noch alles relativ neu, jung und frisch. Ja, könnt ihr mir ja mal sagen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen, für eure Zeit und schlage vor, wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss.